Jük fel a szó. Kéne rossz a szenzor. Ah, ich glaube nicht, dass uns der Freak das so leicht machen wird. Und da? L-Zeugs, okay. Irgendwie glaube ich nicht, dass uns der Freak das so leicht machen wird. Burned once. It was one of those days when father came home, like always. Poured himself a glass of whiskey, and then another one, and another. Mother was making supper in the kitchen. I went to her and asked her if I could go outside to the garden. She told me to go ask my father. So I did. And father must have been very busy with his drinking, because the next thing I remember was lying on the floor with a bloody nose. Okay. You want to go outside, man? You want to fucking go outside? Go on then. Get the fuck out and never come back. Mother came running. She got in between us, shielding me. And he hit her for a long time. He hit her with his belt like she was an object. Tears covered her face, but she hugged me and didn't make a sound. I was tight in her embrace, holding some toy, wishing the world to end. I wanted hell to open up and the flames to swallow my father. Gut, das erklärt euch, warum du seinen Vater so hasst. Aber nicht warum der cried quietly. Dad swore at us. And then, through the window, I saw the forest burning in the distance. I thought my prayers had been answered, and the devil himself had come for my father. But it was only drunk Paul Steiner who'd set the mill on fire with a cigarette. Ja, das ist halt Geschichten, wie sich das Leben schreibt. Das ist nicht einmal so. Nicht einmal so was Ungewöhnliches, was er da schildert, leider Gottes. Und sowas hört man ja auch immer wieder oder liest davon. Aber da sieht man, wenn man sieht, diese Bächen mich halt tatsächlich so wie nett und wie freundlich und wie sozial der Vater halt für die Stadt und für die Gemeinde war. Sieht man dann auch, wie gute Schauspieler solche Leute oft sind. Zu Hause dann im Prinzip das Monster raushängen lassen und in der restlichen Welt halt der feine Saubermann sind. Das ist. Daran sieht man wieder, dass es nicht immer nur die eine Wahrheit gibt, sondern dass es immer alles verschiedene Seiten und Ansichten hat. Oh, ein Hirsch. Ich glaube nicht, dass das Ding schon tot ist. Das kommt sicher nochmal zurück. Ich glaube nicht, dass wir den Fischermenschen zum letzten Mal gesehen haben. Oh!
Möchte das so passt? Wie kommt er darauf, dass das seine Frau ist? Hm? Okay. Never mind. I'm seeing things. Okay. Ah, ich glaube, da hinten ist das Krankenhaus. Das ist ein Apartmentkomplex, aber die Frage ist. Hinterspielplätze. Alter, genau. Diesen Wähler und so den. Ja, ich glaube nicht, dass ich dem Krankenhaus, wie ich schon in der Polizeistation, in der Stadt und in der Fabrik niemand war. Aber gut. Oh. Oh. Ah, da hinten, okay. Da hinten hat sich etwas bewegt. Habe ich diesmal auch gesehen. Ich glaube, dass mal dieses rigorose Gebäude da oben das Krankenhaus sein wird. Schaut aus wie eine Musterhaussiedlung, beziehungsweise wie bei Fallout 4. Typische amerikanische Kleinstadtsiedlung. Gepflegte Gärten, gepflegte. Oh, der verpackt gleich mal die kompletten Gehsteig, auch nicht schlecht. Ich Munition zu. Cool. Drei Räder sind auch immer so super in Horrorspielen. Kann ich die Räder sicherheitshalber abmontieren? Liebe ist. Ah, okay. Das heißt, ich bin theoretisch gleich da, wo ich. Okay, da hinten. Das muss dann das Wohnhaus sein von meinem Vater, weil. Wie gesagt, vis-à-vis von uns die Nachbarin ist die Liebe und wenn da steht, Liebe ist a Witch. Man wollte davon ausgehen, dass da. Okay. Liebe ist a Witch. Liebe ist eine Hexe. Die soll ein bisschen seltsam gewesen sein, die Frau. Ja, genau. Und die Tür vielleicht zumachen? Oh, sicherheitshalber. Oh, nee. Mach zu die Tür. Da gerade so ein Fenster. Liebe Mrs. Libby, ich möchte Ihnen ehrlich danken für all die. Oh! Das war natürlich gerade noch nicht da.
Ui. Ich möchte Ihnen ehrlich danken für die Hilfe, die Sie mir in diesen schwierigen Zeiten haben zukommen lassen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Sie es selbst nicht einfach hatten. Ich bin extrem dankbar und hoffe, dass die Blumen, die ich geschickt habe, dies zumindest im kleinen Rahmen zeigen. Liebe, ich würde Sie gerne um einen weiteren Gefallen bitten. Falls mein Sohn mit seiner Familie vor Ihrem Haus auftauchen sollte, sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich ihn als Spende haben möchte. Okay. Wie Sie wissen, ist unsere Beziehung nicht die beste und ich wollte persönlich mit ihm darüber reden. Wenn er von jemand anderem davon erfahren würde, könnte er denken, dass dies der Hauptgrund war, warum er herkommen sollte. Und wir beide wissen, dass das nicht der Fall war, richtig, Libby? Ich möchte Sie nicht daran erinnern. Also bitte lesen Sie meine Bitte ein weiteres Mal. Denn angesichts Ihrer Alzheimer-Erkrankung bin ich überzeugt, dass Sie unnötigerweise anfangen werden, ihn voll zu plappern. Vertrauen Sie mir, Libby. Wir wollen um unsere beider Willen nicht, dass Sie mit dem Plappern anfangen. Wie wir uns beide daran erinnern, dass Rons Verschwinden nicht Ihre Schuld gewesen ist. Fühlen Sie sich umarmt, Howard. Okay. Okay. Das ist halt so quasi Erpressung ein bisschen. Weil er ja offenbar geholfen hat, den gewalttätigen Ehemann loszuwerden. Ja, sie und das Kind halt. Mauerbo. Cool. Der als sie und. Oh! 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 Hui! Fuck, Alter! Okay. Der Hausschlüssel fürs andere Haus. Na gut, die Tür ist vielleicht aber falsch platziert. Ashley hat Mitch endlich gesagt, dass er verschwinden soll. Im Ernst, der Typ ist völlig durch. Weißt du, dass Ashley letzte Woche vor ihrem Haus gesehen hat? Sie sagt, er stand gut 2 Stunden dort. War kurz davor, die Polizei zu rufen, aber dann ging er endlich. Vor kurzem kam er mit der Schwimmweste seines Dads in die Schule. Gerade in der Schule stank es nach Fisch. Er sagte, die Zeit würde kommen, wo er uns alle wegräumen würde. Ein Junge aus unserer Klasse versucht, ihm den Kopf zurechtzurücken, aber... Armer Kerl, Mitch hat ihn total vermöbelt. Holte er seinen rostigen Haken aus seinem Rucksack und sagte, wenn er sich noch einmal mit jemand mit ihm anlegen würde, würde er denjenigen daran hängen. Genau, ich habe Angst vor ihm. Okay, das könnte vielleicht dieser Fisherman-Typ sein. Ja. Vielleicht auch screenshooten, das kommt auch ganz gut. Was? Das ist aber neu. Where is Ron? Okay. Ja, das war eben der gewalttätige Ehemann, der sie und das Kind vergewaltigt hat. Ziemlich verdroschen. Ah, da hinten brennt Licht, okay. Okay. Und ich hätte vermutlich, dass ich in das Haus rein kann, weil es ja geheißen hat, sie sollen mir den Schlüssel fürs Haus geben. Okay. Na, dann geht es auch nur geradeaus weiter. Ich dachte, wir kommen vielleicht in unser Elternhaus, weil das muss eigentlich das sein, das da zum Verkaufen steht. Okay. You know, she always tells me
Okay, der trinkt also auch, also genauso wie sein Vater. Bei dem Unfall, das heißt, es ist wirklich irgendwas passiert. Wir sehen irgendwie, wir finden uns im Krankenhaus wahrscheinlich selber. Wir haben das Bett gefesselt oder so. Ich frage, ob das Krankenhaus schon die letzte Etappe ist. I hope the girls are all right. Oder ob danach noch was Großartiges kommt, aber ich glaube, das könnte fast die letzte Etappe schon sein. Mad, mad, mad. You naive fucking brat. You thought that'd be the end? You thought you'd meet with our good old friend and it would all be over. You thought you'd get off the hook so easily. That we're as naive as your poor, stupid Ellen? Maybe you thought you'd hit us in the face and we'd shut up! Matt, understand this already. This is not the end. This is barely the beginning. We're coming. Wir kommen. Okay, ich bin schon gespannt, wer wir ist. Ich bin ja schon gespannt, wenn Flitzebogen wer wir überhaupt ist. Oder besser gesagt, ich glaube, dass wir halt schon irgendwie das Unterbewusstsein ist für uns, der wir im Koma liegen. Und da gerade irgendwie im Koma Vergangenheitsbewältigung machen. Aber die Frage ist, wie sich wir zeigen wird. Was für eine Form von Monster? Oder Dämon oder was auch immer. Da hinten gibt es eine Munition. Natürlich auch praktisch, dass man schon über einen Kilometer weit sieht, dass da vorne was zum Aufglauben gibt. Ich glaube, dass es auch eher ein Bug ist. Ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich so gewollt ist. Auch wenn es natürlich ganz hilfreich ist. Danke, ist auch viel zu hell. Where is everybody? Ja, das ist eine sehr idiotische Frage. Was man genau nimmt, dass man da jetzt schon gegen hier komischen Skelette mit Puppenkopf, Reitflegel und irgendwie Tentakelmonster kämpfen. In der ganzen Stadt kein Mensch ist. Oh. Oh, weh. Das Ding stand vorher auf jeden Fall noch nicht da, wie wir das nochmal rundet haben. Ich glaube nicht, dass es eine Schaufensterpuppe ist. Dann machen wir mal da unten zuerst vielleicht rein. Der Krankenhäuser muss ich auch immer sehr viel denken. An 1 und 2. Alchemila Hospital. Und hier haben wir wieder ein bisschen Munition in Reserve. Ja, die Grafikpacks sind halt auch ein bisschen eigen. Ich geh mal davon aus, da hinten. Okay, da ging es rein und da war ja nichts. Da. Achso, da war ich noch gar nicht drin, okay. War nix. Da brauchen wir eine Keycard wieder. Da schwankt das Licht, das ist glaube ich kein gutes Zeichen. Oh.
Ich glaube, das ist kein besseres Zeichen. Komm, hol den Colt heraus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Hallo? Will da jemand spielen? Wie davon ist. Ich will aber kein Spiel spielen, warte mal, okay, da gibt's aber doch. Okay, gibt's noch eine Codekarte offenbar, weil das kann ich nicht aufmachen. Schönen guten Abend, Apple, hu dir. Grüß die gut. Ich kann mit der Codekarte gar nichts aufmachen, das ist aber gewollt. Ich wollte davor, dass wir noch eine andere kriegen werden. Was ist da hinten? Die ist nur verbarrikadiert. Okay. Das war, glaube ich, vorher auch noch nicht da. Nicht so hygienisch in einem Krankenhaus, solche Flecken. Am wenigsten steht das Ding da vorne noch. Oh, Cafeteria. Da muss ich an Outlast denken. Aber solange wir nicht diesen perversen Kannibalenkoch da haben, ist alles in Ordnung. Und dann ist ja alles auch noch gut ausgeleuchtet. Und McApple, alles frisch, alles gut. Ja, jetzt ist das Ding natürlich weg. Wenn es überhaupt jemals wirklich da war. Es gibt ja immer wieder so Szenarien wie so Krankenhäuser, Schulen, das sind schon sehr wiederkehrende Themen in Horrorspielen. Die Musik, die Silent Hill Musik wieder. Na bitte! Sehr schön. Okay. Bellman 1957. Hören wir das einmal auf. Username wird wahrscheinlich Bellman, okay. Passwort 1957 Activate Card, okay. Dann ging es nicht, weil die Karte noch nicht activated war. Activation done, high access granted. Access denied, okay. Da brauche ich vielleicht den anderen Zugang. Oder habe ich noch kein Passwort für das andere? Für den Greg. Die Frage, vielleicht finden wir da noch irgendwas. Den Greg. Ah, okay, warte mal, da liegt da noch was. Über Cliff. Cry Donald. Ich glaube, so angenehm, wie wir da jetzt hergekommen sind, wir haben. Okay. Ich glaube, so schön angenehm, wie wir da jetzt hergekommen sind, wir haben sicher nicht zurückkommen. Ich glaube, da wird sich irgendwas geben, was da was dagegen hat.
Aha. Na, ganz plötzlich sind natürlich die Betten nicht mehr im Weg. Ganz plötzlich natürlich nicht mehr. Da komme ich nicht durch, ist auf der anderen Seite. Aber da müsste ich jetzt theoretisch durchkommen. Macht so die Tür den Kapuff? Oder? Allen 06 11 94 Zentimeter für H 34 Mortis of was? Keine Ahnung. Fis. Ja, es gab auch schon Marloboro. Marloboro haben wir auch schon gesehen. Da hinten steht was. Ist dafür, dass ich 10 Schuss Munition habe, eigentlich viel zu ruhig. Das dem vertraue ich überhaupt nicht. In Schuss Munition und kein einziger Gegner seit längerer Zeit, das ist ein schlechtes Zeichen. Das Käppi meiner Tochter. Am WC gibt's nichts. Ungewöhnlich, aber gibt's auf WCs immer irgendeinen Schockeffekt. Aber diesem. Viele. Natürlich, wir fallen in den Keller runter. Genau. Wir fallen natürlich in den Keller runter, was sonst? Gut. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mir ganz kurz was zu trinken. Bis gleich. Was war jetzt der aus dem Kühlschrank? Nichts Besseres als eine schöne eisgekühlte Coca-Cola.
Aus der Dose. Okay, ah. Ah, schau. Da schaut das Krankenhausgerät anders aus. Nicht mehr so freundlich. Unschuldig. Exit. Sondern gleich ein bisschen anders. Was immer, da kommt die Korruption auch von oben. Ja, der liegt hundertprozentig im Koma, das ist Anzeigen 24-18. Der liegt hundertprozentig im Koma, der Typ. Da darf ich mich wetten. Was du das für Emotes kennst, das ist ja Wahnsinn. Beziehungsweise was es nicht überhaupt alles gibt. Wash your hands. Zusammengeklappten. Dass wir auch mal auf so einer Station mit 20 Betten liegen. Das ist lieber so, da natürlich mit der Matratze am Boden, so kann man krank natürlich einquartieren. Kann man da? Is from the Phantom House. Brush your teeth. Okay, da ist sie. Da britelt's aus der Ecke. Oh, da haben wir eine CD-Röhre, okay. Oder? Ah, Waschmaschine. Oder? Nee, das ist schon eine Röhre, ja. So eine CD-Röhre, nicht, dass ich da jetzt zu Tode geröntgt werde. Vielleicht mich die Tür wieder weg. Nur weißes Rauschen. Putzfrau sollte man vielleicht nochmal ein bisschen besser bezahlen, dass sie gründlich arbeitet. Hier das. Ah. Hä? Hallo? Hä? Warum habe ich auf einmal keine Waffe mehr? Hä? Was ist los? Okay. Interessant. Muss ich aber nicht verstehen, oder? Aha.
Ah, und was soll ich jetzt wissen, welche? Ah, du irgendwas heller und irgendwas dunkler, okay. Zumindest so. Mal alle ausmachen. Der Long Long Finger steht da schon dagegen drum. Ist meine Waffe verloren oder was? Krieg ich da nicht hin? Aber war auf einmal meine Waffe weg? Ist mir ein bisschen zu hoch, aber gut. Taucht sicher gleich irgendwo auf. Und da geht einer auf dicke Hose und gehen da im Stromsparbetrieb weiter. Und das waren wirklich nicht die klügste Idee. Ja, den kranken Bossgegner hast du ja vorher schon verpasst, McApple. Das war so ein Skeletttyp mit einer Finsam. In seiner Fischerkutte mit einem so ein Streitflegel mit einem Puppenkopf drauf. Total, total krank, ja. Okay, warte mal, da geht's noch. Ah, da ist wieder diese schwarze Suppe, oder? Okay, da wird die Korruption immer stärker. Da wird die Korruption immer stärker, offenbar. Wieder meinen Pager. Aber nicht anzeigt. Doch nicht. Vielleicht zeigt ihr noch was an. Oder mal nichts. Ja. Ich habe das Glück, dass ich nach... Oh, oh, ich muss aber nicht nach unten. Oh, ich darf einmal nach oben gehen. Ach, wobei. Ob das so gut ist, muss ich auch erst noch herausstellen. Nein. Wobei, auf 1 war ich eigentlich schon. Ja, aber es gibt hier nur den einen. Gibt es hier nur die eine Möglichkeit. No wonder smokers cough. Da hinten steht schon was. Lingelingeling, da kommt der Eiermann. Oh!
Und dann laufe ich davon. Oh! Oh! Oh fuck, 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 fuck! Scheiße. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Das ist jetzt aber very evil. Überhaupt keine Ahnung, ob das Ding kommen könnte. Wahrscheinlich von hinten, irgendwo hinter mir. Don't mix him. Whiskey and gas. Okay, warum? Whisky und Benzin ist die leckerste Mischung. Wenn wir umdrehen. Ich glaube, das ist ja wohl schüchtern. Okay. So, ja, geht doch nach oben. Da geht nach oben. Und es geht nach unten. Weit nach unten. Nach unten. Gut, Untergeschoss 2, da können wir hundertprozentig davon ausgehen, dass es eine Leichenhalle gibt. Ah. Können wir nicht rein, sehr schön. Jawohl. Jawohl, es geht einmal nach oben, nicht mehr nach unten. Dicker Snacks. Ja, da haben wir die Bewohner randaliert. Okay. Ah, da hinten. Ich sehe schon, die komische Zeichnung auch schon wieder. Ich bin nicht der Einzige, der da rumgeistert. Alter, was ist das, ein Crackfrosch oder was? Ja. Ah, lecker. Oh, also sogar mit Krone auf, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, das könnte die Krone sein, die da am Kopf hat. Oh, Kinderstation, wuhu. Da kommt erst Freude auf. Schauen wir da kurz um. Nicht funktionierende Fernseher sind auch immer überhaupt nicht gruselig. Ja, na, genau. Sehr schön. Aber sicher, wenn ich da jetzt hingehe, passiert gleich wieder irgendwas. Oh! Kopfschuss für Puppenkinder. Wir kriegen eigentlich wieder Blut von der Decke, wie es voriges Mal bei der die Mexen Knusperhäuschen da. Oh! Hab's verschrien. Ja. Diese Zeichnung. Okay. Also krank ist der Spieler über. Überhaupt nicht. Hä? Ah, der Gang ist jetzt noch ein ganz anderer, oder? Da bin ich ja vorher nicht rein. Da bin ich aber vorher hundertprozentig nicht rein.
Ganz hundertprozentig nicht. Okay. Mal der Gang verschwunden. Gut. Und die Zeichnung, glaube ich, ist jetzt eine andere, oder? Nein, das ist noch immer. Oh, der zerlegte Frosch. Da hinten. Das ist für die unschuldige kleine Kinderzeichnung, oder? Oh! 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 Das ist ja fast so unschuldig. Okay, das Ding rennt da irgendwo herum. Der stapft da hin. Okay, das Ding stapft da irgendwo herum. Dafür schlägt der Spielzeug jetzt sein dagegen drum. Wenn es die Kinderschüsse schon nicht mehr gibt. Schön, schön, juhu. Auch mehr Kindersachen. Bäm, kriegt das nächste Ding wieder am Kopfschuss. Oder hinten? Ah ja, das ist jetzt nicht unbedingt die typische Kinderzeichen da hinten. Die Drogen... Die Crack, oder die Crystal Meth Giraffe. Oh! Uwe, hab ich gar nicht gesehen. Gut, weiter. Die Crystal Meth Giraffe. Der sedierte und verweste Frosch. Ah, da hinten stapft das Ding herum, okay. Immerhin sehe ich schon aus der Ferne. Da kann man das schleimige Ding auch schon herumstapfen. Na, na, na. Die Musik macht mich so nervös, weil das ist... Ah, da hinten! Oh! Alter! Okay, das ist, glaube ich, dieser komische Frosch. Zumindest schaut das ziemlich stark wie ein Frosch aus, das Ding. Vor allem, es ist extrem schnell. Spare deine Munition auf, man weiß nie, wann man sie am meisten braucht. Oh, okay, vom zweiten Mal wahrscheinlich jetzt. Ich kann nicht durch. Oh ja.
Okay, das Ding ist aber wirklich der Frosch. Aufpassen, da ist auch so einer unterwegs. So, was seht ihr? Hinten rennt noch einer um. Achso, warte mal, das ist wieder ein anderer gewesen. Nee, das muss schon der gewesen sein. Davor irgendwie offenbar anders getriggert worden. Da stapft ja auch noch so ein Viech herum. Auf beiden Seiten durch. Nehmen wir mal die linke Seite. Schlatzige Bewegung. Ha! Die Kämpfe sind ein bisschen Krampf. Gott sei Dank gibt es aber sehr, sehr wenige davon. Macht die Sache ein bisschen leichter. Aber es ist halt sehr, sehr unpräzise. Und die Reichweite der Kugeln ist auch. Ah ja, da oben. Ja, so in etwa, ja. Das Ding jetzt. Und dieser grau, dieser eklige breite Mund. Beim Frosch. Ein Maul. Gut, ich brauche im Durchschnitt 3 Schuss für die Typen, also ich könnte noch einen erledigen, dann ist Ende Gelände. Solange ich keine neue Munition finde. Ah, das ist ja komische Gartenzwerg. Auf jeden Fall nicht die lustige Kinderstation da. Da geht es nicht rein. Gut. What's going on here? Huh? Am I in hell? In der persönlichen Hölle wahrscheinlich. Irgendwo tief drin in einem verkorksten Hirn. Irgendwo tief in seinem verkorksten Hirn ist er. Ich höre schon wieder so ein Ding. Gesperrt, natürlich. Vielleicht ist es nur ein normaler.
Learn French today. Das ist natürlich ganz wichtig im Krankenhaus. Wenn man Französisch lernt. Gut, im besten Fall kann ich jetzt noch einen kleinen erledigen, aber mit einem Froschstüppen, da ziehe ich schon den Kürzeren, wenn ich keinen neuen. Oh! Keine Ahnung, wo da jetzt was war, aber irgendwo war was. Ich glaube, die haben da ein bisschen einen Wasserschaden. Da hinten. Ich glaube, die Herrschaften in dem Krankenhaus haben ein bisschen einen Wasserschaden. Da. Da schaut ja voll aus wie die Silent Hill Krankenzimmer aus dem zweiten Teil. Juhu, Munition! Alter, das sind aber auch depressive Zimmer für ein Krankenhaus, aber gut. Na komm, na komm, na komm, na komm. Bäm! Alter! Bringt man mal durch. So, Tür zu. Ah, das schaut sehr hygienisch aus. Hammer finde ich sehr vertrauenswürdig.